Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon und das hier ist Pikmin 3. Das heißt auf gut Deutsch, es geht weiter mit diesem wundervollen Spiel, ja. Und ausnahmsweise kann ich jetzt auch mal ein bisschen mehr dazu sagen, was ihr von dem Ganzen hier haltet. Erstmal starten wir jetzt hier Tag 10, weil ich habe mittlerweile auch einen Plan, wie es weitergeht. Ja, bitte starten. Ich glaube, wir müssen uns jetzt erst ein bisschen Text anhören, also warten wir noch ein bisschen. Tag 10, genau. Und dann starte ich voll durch oder so. Aber erstmal gucken, was hier jetzt kommt, ne? Nichts. Das ist natürlich nicht viel. Dann landen wir doch einfach mal. Land da mal. Und dann kommt es wahrscheinlich, wenn wir aussteigen oder so. Was weiß ich. Oh, das fängt ja gut an mit der Husterei hier. Ganz toll. Eisöde der Verwirrung, ja, genau. Wir haben noch 8 Rationen, das reicht noch eine ganze Weile. Und ich habe den totalen Durchblick, wie schon gesagt. Und es gilt immer noch, den Captain zu finden, nur um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Also versuchen wir mal hier ein bisschen was auf die Reihe zu kriegen. Ja, mach mal 20 von jeder Sorte. So. Das sollte hoffentlich reichen, wenn ich jetzt nicht gerade in den Boss reinrenne oder so. Das weiß man ja vorher nicht. Mach mal noch ein paar gelbe. Und noch ein paar rote. Na. Und ja, mehr ist ja eh nicht. Okay. Ja, ich habe zwischendurch ja viel gelernt. Man hat es ja gesehen. Also, gar. Ich habe ja auch viel gemacht. So ist ja nicht. wo fange ich an? Ich habe 13 Folgen im Voraus aufgenommen. Nur um das nochmal irgendwie klar zu machen. Also ich habe die ganze Zeit keine Kommentare beantworten können in den Videos oder nicht auf Kommentare eingehen können, weil ich wirklich 13 Videos von dem Spiel hatte, bevor ich den ersten Teil veröffentlicht habe. Das spricht für das Spiel, weil das heißt auf gut Deutsch, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich nicht mehr aufgehört habe zu spielen. Muss ich hier drüben überhaupt irgendwas machen? Ich weiß es gar nicht. Ja, und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Vor allem, seit ich umgestiegen bin auf Remote und Nunchuck, denke ich, ist es sehr offensichtlich, dass das Spiel viel spielbarer geworden ist und dadurch auch viel mehr Spaß macht. Es ist wirklich eine deutliche Verbesserung gegenüber vorher. So, und jetzt sind wir wieder mal in dieser Höhle und heute weiß ich, was ich machen muss. Ich bin nämlich einfach nur doof. Ja, gut, das war zu erwarten, dass es rein daran scheitert, dass ich mich dämlich dran stelle. Aber ja, ich habe es beim letzten Mal echt nicht gecheckt und das das beweist, dass ich sehr orientierungslos durch dieses Spiel hier gehe. Seid ihr eigentlich bescheuert? Lass mich raten, ihr seid bescheuert. Bringt ihr das Vieh mal weg. So, noch ein paar rote bitte. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich bin bescheuert, genau, das wollte ich sagen. Das trifft es immer wieder sehr gut. Könnt ihr das Ding essen? Passiert dann irgendwas mit euch? Das sieht doch aus, als wäre es von Bedeutung. Ihr macht aber nichts damit, ne? Kann ich was damit machen? Ich kann das einsammeln? Okay, gut. Wir sind also in dieser Höhle und guckt mal da. Ich habe jedes Mal gesagt, das ist der Ausgang, das ist der Ausgang. Das ist Blödsinn. Der Ausgang ist da hinten irgendwo. Also, es wäre sehr offensichtlich gewesen, wie es weitergeht. Ich habe es nur echt nicht gesehen. Ich habe echt in der Komplettlösung nachgeguckt, um das rauszufinden. Ich weiß, Schande über mich und mein Haupt, aber es ist halt mal so. Haben wir noch ein paar Leute übrig hier? Ja, gut. Mach das mal noch fertig. Gut, da ist nichts drin. Wir haben noch ein paar Steinpikmin. Gut. Wieso kann ich nicht werfen? Habe ich keine mehr? Ne, die sind nur zu weit weg. Okay. Ja, gut. Und mittlerweile sind ja, wie gesagt, auch ein paar Kommentare von euch eingetroffen. Hauptsächlich geht aus den Kommentaren sehr viel hervor, wie gut euch das Spiel gefällt. In mehrerlei Hinsicht. Also zum einen, das Let's Play kam sehr überraschend. Das kam für mich auch mehr oder weniger überraschend. Und zum anderen ist es ja so, dass viele von euch mit dem Spiel auch nichts anfangen können, so wie ich. Also sprich, ihr habt davon genauso wenig einen Plan wie ich oder so. Und seid daher neugierig, was jetzt passieren wird. Schön, dass ihr mich durch die Gegend schiebt, ihr Penner. Ja, ihr seid gespannt, was mit mir passieren wird, wie das Ganze hier weitergeht und worauf das Ganze rausläuft und so. Genau wie ich, also kein Unterschied in der Hinsicht. Bringt's mir irgendwas, wenn ich die Pilze kaputt mache? Man weiß es nicht. Ein paar Leute sind natürlich da, die mir durchaus Tipps geben zwischendurch immer wieder. Und
ich bin dummerweise halt auf keinen dieser Tipps bisher eingegangen, weil es sie bisher nicht gegeben hat. Also, nicht solange ich schon im Voraus aufgenommen hatte. Was logisch ist. Okay, es gibt zwei Wege und ich gehe jetzt einfach mal den hier. Was? Irgendjemand war schon hier. Ah, okay. Ist da was drunter? Nö, kann man nicht ausgraben. Okay. Ja, wir kommen dem Signal näher. Das ist sehr gut. Mir wurde nämlich als Tipp zum Beispiel gesagt, guck doch mal auf das Wii U Gamepad. Da siehst du, wo die Früchte sind. Da siehst du, wo das Signal ist. Und da hast du eine Karte und überhaupt. Und ja, verdammt, natürlich habe ich das. Ich bin nur doof. Das hilft zwar nicht, aber es ist halt mal Tatsache oder so. Könnt ihr bitte an meinen Pikmin der Verdammnis sterben? Gut, brav. Ja, also auf die Karte gucken ist durchaus hilfreich. Sollte man ab und zu mal machen. Und dann sieht man auch, was man hier treibt oder wo man hingeht. Ist das irgendwie... Kann ich das abreißen? Ich nehme mal die Steinpikmin, die sind gefährlich, wenn ich sie werfe. Ja, Bethany, dich wollte ich nicht werfen. Was jetzt? Gelbes Zeugs? Auf dem Kopf des Pikmin blüht eine Blume. Ah, ob sich das Pikmin jetzt auch anderweitig verändert hat? Ja, gute Frage. Trinken Pikmin Nektar, blühen sie auf. Ich rede so eine Scheiße, das ist ja Wahnsinn. Lesen ist Glückssache, schau auf den Bildschirm. Ich schaue auf den Bildschirm und hier sind Gegner und die wollen mich töten. Trinken Pikmin Nektar, blühen sie auf. Dann lassen wir die mal Nektar trinken. Machen wir den roten ein bisschen was und den anderen ein bisschen. Liegt da eine Motte über mir? Ich krieg gerade Angst, da ist ein riesiger Schatten an der Wand. Ihr seht den auch, ja? Ich glaube, ich bin hier nicht willkommen. Ihr trinkt den aber gar nicht, oder? Ihr trinkt den Nektar nicht. Ihr habt nämlich schon alle Blüten, genau. Das, Entschuldigung, ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Wo hinten und vorne ist... Oh, da kann man irgendwas bauen. Was ist denn da oben? Ist da ein Stromkreis oder so? Schwer zu sagen. Da sind auf jeden Fall Trauben. Die könnte man natürlich mitnehmen, solange ich noch ein bisschen Zeit habe. Die Frage ist, ob ich mir das leisten kann, so viele Pikmin dafür zu opfern. Ich habe schon so viele Pikmin unterwegs verloren, also die ich zurückgeschickt habe. Entschuldigung, ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Das Spiel erwartet ja auch ein bisschen was von mir und ja, überhaupt sowieso. Ich gehe mal mit dem Rest weiter. Ah ja, gelbe Pikmin, das kriegen wir hin. Und, das habe ich also gesehen. Riesiges, hässliches Vieh ist hässlich und riesig. Neuer Boss und ich habe kaum Leute hier. Das ist natürlich toll. Vielleicht sollte ich erstmal einen Rückzug machen, ne? Oder ist das Vieh jetzt abgehauen? Was? Das war ein Signal auf dem Kopfradar. Aber das bedeutet ja, dass diese Kreatur den Captain... Naja, das wollen wir doch mal nicht hoffen. Okay, das Signal ist definitiv weg. Andere Richtung? Achso, die Blumen sind jetzt auf, jetzt kann ich da drüber laufen. Clever. Ich glaube nicht, dass das den Captain gefressen hat. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Und da ist schon wieder ein Hinweis. Ich komme zu nichts, es tut mir so leid, es ist wirklich schlimm. Lichtempfindlich, okay. Haben wir begriffen. Dieses große Vieh ist lichtempfindlich. Und hier ist eine Höhle und... Halten Sie durch, Captain. Jetzt ist aber wieder unser Signal hier. Oh, direkt neben mir ist das Vieh. Ich will nicht. Wo kann ich hier Licht machen? Hier ist Licht, aber kann ich mehr Licht machen? Ich sehe jetzt nicht wirklich eine Möglichkeit, hier irgendwo mehr Licht zu machen. Hier ist eine Batterie. Ah, ich sehe die Möglichkeit. Okay. Augen auf und dann klappt das auch. Neue Frucht erhalten. Okay, die Drake ist gerade ein bisschen am Singen, weil ich so viel Futter bringe. Du willst nicht zu mir. 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 Braves Vieh. Kann ich noch irgendwo Licht machen? Da kann ich Licht machen. Sehr schön. Und dann ist es sichtbar. Und dann machen wir mal einen vollen Angriff hier mit. Alle Mann! Nicht so planlos durch die Gegend werfen. Ja, Bethany, du kannst, Brittany, du kannst auch mitkämpfen. Ja, sie heißt Brittany, verdammt. Ich sag jedes Mal Bethany und sie heißt eigentlich Brittany. Ich bin doof, ja. Gut, wissen wir. Was macht das Ding gerade? Meine Pikmin, kommt zu mir! Hab ich noch ein paar übrig? Und wo ist das Vieh jetzt hin? Das fliegt schon wieder. Das macht keinen guten Eindruck.
Es ist geradezu stressig, Leute. Es tut mir leid. Es passiert zu viel auf einmal. Oh Mist, jetzt muss ich die kleinen Viecher auch noch rausschalten, oder wie? Hier, Steinpikmin, macht das mal. Nächstes Ding kaputt machen. Und nicht ablenken lassen von dem Vieh, das über euch fliegt. Ach so, du bist schon tot, okay. Und du bist sichtbar. Kann ich dich mit Steinpikmin runterholen? Ich kann die nicht hoch genug werfen, Mist. Wenn ich sie in Fury-Mode versetze, also ihr wisst schon, diesen Amok-Modus, was auch immer, sind sie dann stärker? Können sie dann was ausrichten? Das wäre ein Versuch wert, ne? Aber jetzt mal halten wir uns von dem Vieh fern. Ich habe kaum noch Leute. Hier könnte ich umwandeln. Könnte ich sie alle in Gelbe umwandeln. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Die kann ich höher werfen. Schade um die Steinpikmin, aber vielleicht helfen mir die Gelben. Oh, die Blume ist schon verbraucht? Echt jetzt? Das ist nicht so gut. Neue Frucht erhalten. Ja, Drake ist ja okay. Wir wissen es. Was mache ich? Greife ich weiter an oder gehe ich in Sicherheit? Oh, hier ist noch mehr Zeugs. Na toll. Alle waren zu mir und was passiert? Was ist los? Ach so, okay, das ist los. Alles noch im grünen Bereich? Was sind die gelben Pikmin? Was? Was können die gelben Pikmin? Noch irgendwo ein Schaltkreis? Hier noch ein Schaltkreis. Aha. Machen wir noch ein bisschen heller. Und das Vieh ist schon wieder direkt hinter mir. Hat das den Stromkreis ausgeschaltet? Ach so. Das schaltet den aus und ich muss ihn immer wieder anschalten, damit ich es angreifen kann. Hab's kapiert, glaube ich. Was? Tipp gefunden? Ups, den habe ich ja nicht mal gesehen. Im Licht ist man vor ihm relativ sicher. Okay, ja, ich bin im Licht. Kommt zu mir, meine Pikmin, damit ihr relativ sicher seid. Wir machen mal einen kurzen Rückzug und gucken, wie es weitergeht. Ein Sophie läuft hier noch rum, aber das kann ich ignorieren. Kann ich noch irgendwo Strom anschalten? Sind da noch Pikmin von mir? Huch. Hier kann man auf jeden Fall eine Brücke bauen. Oh, das ist Brittany. Brittany, verdammt, schon wieder. Was bist du denn? Ach, du bist ein Pilz. Da kann ich noch eine Glühbirne anmachen, ne? Scheint jedenfalls so. Aber dort müsste ich erstmal sehen, wo der Stromkreis ist. Hör auf, mich anzugreifen, bitte. Brittany ruft um Hilfe, was? Wo ist denn Brittany? Brittany, ja, da hinten. Ja, kommt schon, Leute, sammelt euch. Ich muss das andere Ding noch kaputt machen. Ich muss alles da hochwerfen. Auch Brittany. Verdammt, ich krieg's mit dem Namen immer noch nicht hin. Okay, und wechseln, genau, das ging doch auch. Sowas kann man noch machen. Warum kann ich nicht genau das machen? Okay, macht hier alles platt und dann machen wir die Lampe an und dann ist gut. Und dann haben wir hier alles unter Kontrolle. Los, 10 Stück habe ich noch. Wie jetzt, der Tag läuft ab? Krieg ich dich noch tot? Ich glaube, das wird nichts mehr. Aber wenigstens habe ich ihm schon mal gut zugesetzt. Und wenn ich ein bisschen Glück habe, geht es ihm morgen auch noch schlecht. Wir müssen sie mit B retten. Ja, ich versuche euch zu retten. Kommt her, ihr kleinen Kröten. Langer Kampf.